Nimmst du ein bisschen Brot? Ja. So. So, so, so! Komm mit, komm, Mutschi! Komm, so, 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 so! Äschlis Matt wird noch gebauert. Fast in keiner anderen Gemeinde in der Schweiz gibt es noch so viele Bauern wie hier. Ein bodenständiges Dorf mit einer langen Tradition. Und dieses Jahr gibt es einen besonderen Grund zum Feiern. 850 Jahre Äschlis Matt. Mitten im Dorf, man sieht es schon von weitem, die katholische Kirche. Gerade daneben der Brunnen. Er steht genau auf der Wasserscheide. Links fließt das Wasser Richtung Luzern, rechts Richtung Bern. Noch heute geht die Hauptstrasse mitten durch das Dorf. Hier ist früher die Rösslipost gefahren. Bei diesem Haus hat man die Rosse austauscht. Die Wechselstation. Wer unterwegs war, hat genug Zeit gehabt, in einer Dorfbeiz eins zu ziehen. Äschlis Matter hat seinen Stammtisch. Man geht auf einen Kaffee, in den Ausgang oder klopft ein Jass. Stöck, Weiss, Stich. Das Äschlis Matt wird sogar eine verregnete Werchtung zum gemütlichen Bauernsonntag. Der Richard Portmann ist Vegetarier, das haben wir nicht gewusst, aber in kürzester Zeit haben wir da schnell ein vegetarisches Biosphärenblättchen zusammengestellt. Schmeckt es? Ist gut? Ihr seht. Gejasset wird viel bei euch? Das ist so, ja, sehr. Sogar in der Beiz, die wir haben, das erste Mal wird gejasset. Schieber, Coiffeur und speziell der Äschlis Matter. Das ist eine Art Misere, aber noch grusig, schwierig zum Jassen. Ja, jetzt musst du mir kurz übersetzen. Ist ein Misere, aber Grusigkeit schwer zum Jassen. Was meinst du damit? Der Misere, das ist, das ist auch ein Jass. Ach so. Und der ist aber Grusigkeit schwer zum Jassen. Ah, nicht so wie der Äschlis Matter. Nein. Wie prägt dich die Umgebung? Sehr. Also, ich glaube auch, dass die Landschaft oder die aufgestellten Leute dahinter mich prägt haben in der ganzen Geschichte, wo ich jetzt schon da zu Äschlis Matt bin und verwurzelt bin. Und darum glaube ich, gehe ich auch immer froh und munter irgendwie durchs Leben. Du studierst in Bern Sport und Biologie und am Wochenende bist du immer da. Du könntest ja in Bern ausgehen. In Bern könnte ich auch ausgehen, ja. Aber dadurch, dass ich Fußballschiedsrichter bin, kann ich nicht die Lampen füllen bis am Morgen um 5 Uhr. Sonst haben die Spieler nicht so Freude auf dem Fußballplatz. Und dann genieße ich doch lieber einen gemütlichen Abend vor dem Match mit meinen Eltern hier zu Äschlis Matt. Und es kommt auch alles immer wieder zusammen. Wir sind seit 3 Tagen da. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Der Platz war immer mehr oder weniger gefüllt gewesen. Da ist immer gefestet worden, bis in alle Nacht rein. Jeder kennt jeden. Das hat ist einen Nachteil, aber vor allem auch Vorteil. Und mich dünkt, sie sagen eine grosse Gemeinschaft. Das ist wirklich so. Man wird es später auch sehen, an der Wochenaufgabe, wo man schon im Hintergrund sieht, wie sie werken und arbeiten. Und dort haben wir mit Leuten zusammengearbeitet, oder ich, die ich vielleicht im Jahr gesehen, in der Kirche zu Weihnachten das erste Mal, nach dem Grümpelturnier das zweite Mal und vielleicht im Dorffest noch das dritte Mal und das vierte Mal jetzt an einer Wochenaufgabe. Und dort heisst es einfach jetzt, nein, der Rasen, das führen und dann wird zusammen etwas gemacht, irrsinnig und der Kitt ist um. Du hast die Kirche angesprochen. Die bringt einem ja fast um, wenn man da herkommt. Die ist ja so riesig. Die ist ja gemacht für den ganzen Kanton Luzern. Für was jetzt 40 oder 50.000 Plätze grösser als die Swiss, oder? Ja, genau. Ich könnte umbauen und etwa ein Match drin haben. Gell? Das ist eine riesige Kille. Ja, das ist wirklich gross. Was spielt der Kille da im Dorf für eine Rolle? Ja, wir sind natürlich da halt schon in der katholischen Hochburg oder wird immer so betitelt. Man sieht es auch, wenn man gerade die Kille nie fährt. Aber ich denke mehr, das ist auch ein bisschen Symbolcharakter. Die grosse Kille steht auch für unseren Hochmut. Ganz hoch. Hast du das Matter, sind die, die Selbstvertrauen erfunden haben? Das ist so. Das gehöre ich da raus. Was eine Gemeinschaft zusammen schafft innerhalb von einer Woche, das sehen wir Woche für Woche bei SF bei den Leuten live mit der Wochenaufgabe. Hast du das Matter, sind letzten Sonntag in Grindelwald in der ersten Sendung gebrieft worden von der Katrin Hönegger. Sie ist heute Abend auch wieder da. Herzlich willkommen, Katrin. Guten Abend miteinander. Danke, Nick. Ja, Äschlis Matt ist bekannt
als grüner Kraftort. Da schlummern Naturschätze im Boden, die von internationaler Bedeutung sind. Und eigentlich hat es mich nicht gewundert, dass die Aeschlis Matterinnen und Aeschlis Matter so wie frisch auftanken und voller Kraft in unsere Wochenaufgabe rein sind. Sie mögen sich erinnern, letzte Woche in Grindelwald hat der Godi Studer, Gemeindepräsident, die Aufgabe von uns bekommen. Drei Stichworte waren es: Wasserscheide, Biosphäre und 850 Jahre, das steht für das Gemeindejubiläum. Und was für ein 3D-Objekt, was für ein Konstrukt uns da heute bauen, da sind wir selber alle gespannt. Und ich frage den Chef persönlich, excuse, ich muss da schnell durchstapeln, das ist der Herr Gemeindepräsident Godi Studer. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben uns ja kennengelernt in Grindelwald und haben Gutes gemacht. Genau. Godi, es freut mich. Du hast relativ entspannt ausgesehen. Immer noch brandbrennt wie heute. Und du bist ein Macher. Das habe ich gemerkt. Ein Mann, ein Wort. Sind ihr immer so entspannt und so voller Drive? Also ich war dann vor einer Woche so entspannt gewesen, weil ich gewusst habe, wer ich im Hintergrund habe. Ich habe gewusst, dass wir eine innovative Gemeinde haben, wo Leute da sind, die etwas machen wollen. Und die Gemeinde ist nicht einfach so einzeln. Die ganze Region hat mitgemacht. Eben. Region Entlebuch. Das schönste Buch, das grösste Buch der Welt, hat alles mitgemacht. Ich glaube, du lenkst mich schon ein bisschen her. Was haben wir denn vor? Also da hinten sehe ich etwas, wie ein Buch könnte aussehen. Das ist ein Buch. Das ist das grösste Buch. Und da hat sehr viele interessante Seiten drin. Das Entlebuch hat sehr viel variantenreiche Facetten, wo es sich der Wert ist, das anzuschauen. Also wir haben euch die Woche begleitet. Und wie ihr als Werke hergegangen seid, das schauen wir uns jetzt an im Film. Am Montag bereits, da sind Zimmerleute, Schreinermeister und Landmaschinenmechaniker zusammengesessen. Und die haben geplant. Und da sind Funken gesprungen. Oh ja. Und ja, die Ideen sind nur noch so gekommen. Das sind nur die Funken geflogen oder manchmal auch die Fetzen? Oder helfen ihr euch allen uns? Nein, wir wissen, wenn wir etwas Spezielles machen, dass wir auch Qualität liefern. Das ist auch beim Bauern der Fall, wie in den Industriebetrieben, die wir in Aeschlis Matter haben. Oh, und da sind ihr in eurer Wellness-Oase. Ja, da sind jetzt die Mitarbeiterinnen, die Jungen und die Mitarbeiter in den kleinen Emmen. Eben, ein Teil von den Wasserscheiden, die anderen werden grossämmen. Da haben sie Materialien gesammelt, eben in der Natur, im frischen Wasser, wo sie da Tanzäpfel und auch die Gegenstände für heute die Sendung hergenommen haben. Ich gehe nämlich nicht in die Body, sondern im Bach, ist das richtig? Ich würde mal sagen, schau einmal die schönen Beine an. Und das ist natürlich die Kraft von dem Wasser, das wir im Entlebuch haben, von der Stimmt. Natur. Da gibt es nur schöne Leute. Ja, schöne Füße. Ja, selbstverständlich. Und da ist genau geschaffen worden. Das sieht man da. Mit Holz. Holz ist heimlich, auch bei euch in dem Fall. Gut. Das ist ein Stoff, der bei uns nachwächst, ein Naturstoff. Und das wäre ja falsch, wenn wir nicht würden mit Holz etwas machen. Da tun wir schon etwas verraten. Es ist zwar noch leer, aber wir füllen das Buch. Und das war die Aufgabe eigentlich von der ganzen Woche. Also so sieht es innen durch aus. Jetzt könntest du einfach mir schnell den Deckel knopfen, ja. Oder wir zwei zusammen. Ja, also, und dann sehe ich, was drinnen ist. Also der Deckel weiss ich, dass der 150 Kilo schwer ist. Und das du weiss dich drauf lässt. Da weiss ich nicht, ob du das möchtest, mit mir zusammen zu flüpfen. Aber da haben wir den anderen etwas anderes, was also, wir dann noch wollen. Ich merke, du machst ein kleines Geheimnis daraus. Ja, wir wollen nicht alles verraten. Wir arbeiten dann noch rundherum auf den Gesundheitsweg, den wir hier haben. Also der Erlebnisweg haben wir sehr viel Wendebuch und da die Mitarbeiterinnen arbeiten und die müssen wir jetzt sehr schnell anschaffen. Ich will dich noch ein bisschen drauflehnen und ich frage noch schnell kurz nachher beim Evi. Wir haben uns die Woche auch schon kennengelernt. Genau. Hallo Katrin. Evi, sag mal schnell, wieso überhaupt das Buch? Wieso ist euch das so wichtig, das Entlebuch, das riesige? Ja, es ist das grösste Buch, das es gibt.